Leute, ich bin's wieder, eure Kat, und viele von euch haben mich gefragt, wie ich meine Lok... Warum ich so behindert bin. Hey Leute, ich bin's wieder, eure Kat. Und viele von euch haben mich gefragt, wie ich meine Locken hinbekomme, oder meine Wellen, besser gesagt. In diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Wellen hinbekomme, und dann legen wir auch gleich mal los. Also ich benutze meistens immer so einen Lockenstab, also wo es einfach nach oben hin dünner wird. Und der hier ist jetzt von Bella Pro Curl, aber es gibt es auch von Remington und vielen anderen Marken. Und ja, ich mache den jetzt mal an. Und setze die Temperatur auf 180. Also das reicht meistens auch, weil ich müsste jetzt nicht auf 300 oder so setzen. Und dann nachher, kennt ihr das Video, wo das Mädchen Locken gemacht und dann auf einmal hat sie Haare in ihrem Lockenstab und hat sich die Haare verbrannt. Ja, und ihr wollt ja nicht, dass das passiert, deswegen, ja, 180 reicht schon. So, und eigentlich tue ich auch nicht groß abteilen oder so. Ich teile meine Haare einfach nur... so, in zwei. Und dann fange ich eigentlich auch schon an, willkürlich irgendwelche Strähnchen zu nehmen. Ich will halt, dass es eher natürlicher aussieht. Also nehme erstmal von unten eine Strähne, ungefähr so dick. Dann fange ich an, ein Haar drumherum zu legen. So, passt das überhaupt? Manchmal passen meine Haare nicht um den ganzen Lockstab. Ah, doch. Und dann zähle ich einfach. Also ich finde, 7 Sekunden ist meistens perfekt. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann lasse ich auch schon los. Ja, und dann habt ihr auch schon so eine Locke. Und wie ihr sie dreht, ist meistens auch egal. Also es kommt eigentlich auf euch an. Ich persönlich mag es eher, wenn ich sie nach außen drehe. Also so vom Gesicht weg. So. Und wenn ihr dann hier vorne angekommen seid, wie ihr seht, habe ich hier einen Pony. Drehe ich das einfach, so ganz normal wie die anderen Haare auch, aus dem Gesicht. Also Pony ist ganz wichtig, dass es aus dem Gesicht geht. Und dann aber nur ganz 1, 2, 3, 4. Und dann lasse ich es los. So. Und dann sieht es so aus. So, das war's mit der einen Seite. Und dann machen wir auch bei der anderen Seite jetzt weiter. Loslassen. So, und die Locken sehen dann so aus. Nehmen wir dann ein bisschen drauf. So, und dann nehmt ihr ein Haarspray und sprüht eure Haare voll. Und so sieht's aus. So, und das war mein Tutorial zu meinen Wellen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir wie immer einen Daumen hoch. Und dann verabschiede ich mich und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! It's the best feeling in the world to have somebody you love and you care for.